nicht ganz durch. Ja, liebe zukünftige ehemalige Mitschülerinnen und Mitschüler, liebe Tutoren und liebes Kollegium, sehr geehrter Herr Schulz, liebe Verwandte, Freunde und komische Menschen, die uneingeladen zu dieser Veranstaltung erschienen sind. Als ich gebeten wurde, hier heute Abend eine Dankesrede für die Tutoren und Lehrer zu halten, bin ich an diese Aufgabe mit der gleichen Sorgfalt und Hingabe herangegangen, wie die meisten von uns an ihre fünfte Prüfungskomponente. Also habe ich gestern Abend angefangen. Ich habe Panik bekommen, ein paar Stunden Call of Duty gespielt, 5 Energy Drinks getrunken und dann meinen Webbrowser geöffnet. Ich glaube, es war Herr Wikipedia, der sagte, ein Tutor ist im akademischen Bereich eine Person, die mit der Unterrichtung und Betreuung anderer beauftragt ist. Vielen Dank und gute Nacht. Nein, die Wahrheit ist, Lehrer haben es nicht immer leicht mit ihren Schülern. Sie werden oft laut, haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und verstehen nicht, wovon im Unterricht geredet wird. Ganz richtig, ich rede von den Lehrern. Denn trotz dieser Defizite, die, wie ich zugeben muss, auch auf einige Schülerinnen und Schüler zutreffen könnten, haben sie es geschafft, uns etwas beizubringen. Es mag sein, dass wir das gar nicht mitbekommen haben, denn aber von meinem Standpunkt aus sind mir heute viele Dinge so klar, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, sie jemals nicht gewusst zu haben. Was ist zum Beispiel Photosynthese? Und was ist ein Phehibigamus? Was ist das eigentlich nochmal? Diese Selbstverständlichkeit, etwas zu wissen, bedeutet, dass man es gelernt und verinnerlicht hat. Von diesem Beispiel ausgenommen sind die Kurvendiskussion und die Polynomdivision. Es kann auch sein, dass die Lektionen, die wir gelernt haben, von den Lehrern überhaupt nicht beabsichtigt waren. In meinem Informatikkurs haben wir zum Beispiel gelernt, selbstständig und autodidaktisch zu werden, als mein Tutor sich beim Badmintonspielen verletzt hat und der Unterricht trotz Krankenhausaufenthalt weitergehen musste. Wir haben auch unbeabsichtigt gelernt, beim Badmintonspielen besser aufzupassen. Bevor ich an diese Schule kam, war ich 6 Jahre lang am französischen Gymnasium. Dort gibt es keine Tutoren. Dort muss man, wenn man krank war, einen Entschuldigungszettel im Sekretariat abgeben. Wie uncool. Doch wenn man in der Kursphase zum ersten Mal im Leben eine mehr oder weniger freie Fächerwahl hat, ist es schön, jemanden zu haben, der einen kennt und auf einen aufpasst, dem man vielleicht sogar vertraut. So jemanden habe zumindest ich in meinem Tutor gefunden. Schniefen und übertrieben ins Stoff der Achso. Als ich eingeschult wurde, haben die meisten Erwachsenen gesagt, jetzt beginne der Ernst des Lebens. Was für eine Drohung. Den Spruch konnte ich damals schon nicht leiden, denn was ist an der ersten Klasse denn bitte ernst? Man geht in die Schule, um den ganzen Tag mit seinen Freunden zu spielen, mit einigen Unterbrechungen, die zwar Unterricht heißen, sich aber nicht so anfühlen. Abgesehen von Mathe. Das blieb auch eine Weile so. Ungefähr in der 8. Klasse haben sie mir dann gesagt, die Schulzeit sei die schönste Zeit des Lebens und ich solle sie genießen. Meine standardisierte Antwort darauf war immer, ja, das mache ich gleich, wenn ich mit den Hausaufgaben fertig bin. Zum Anfang der 11. Klasse kam ich dann ans Wilhelm von Siemens Gymnasium. Dazu hat man mir gesagt, dass ein Schulwechsel ja immer schwer sei. In diesem Punkt haben sich die Erwachsenen auch geirrt. Ein Schulwechsel ans WVSG ist eine wohltuende Veränderung. Auf einmal hatte ich viele neue Freunde, wurde exzellent von tollen Lehrern betreut und fühlte mich schnell zu Hause. Letzteres könnte auch daran liegen, dass ich innerhalb von 10 Minuten zu Hause war. Aber was waren diese 12 Klassen für eine interessante Zeit? Ich kann mir ein Leben ohne Schule kaum noch vorstellen. Fühlt sich so Freiheit an? Komisches Gefühl. Schlussendlich muss ich zusammenfassen, dass die Schulzeit wirklich die schönste Zeit des Lebens ist. Bis jetzt. Und für diese wunderschöne Zeit bedanke ich mich auch im Namen aller Schüler aus dem Abiturjahrgang 2016 beim gesamten Lehrerkollegium,
bei Herrn Dr. Möller, bei Herrn Schulz, bei Frau Wolf, Herrn Domagalla und allen Menschen, die uns das Leben leichter gemacht haben. Alle, die von irgendjemandem der Vertreter waren, sie waren wirklich großartig. Vielen Dank.